Das vereinte Heilige Deutsche Königreich ist eine Vision von Thomas Hornauer, einem Typen, der interessanter kaum sein könnte. Die Story von diesem Typen und seinem Königreich ist so faszinierend, wir gehen straight rein. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück. Das ist eine KSV-Back. Bestens in einem YouTube, ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um das vereinigte Heilige Deutsche Königreich. Ich sag's euch, das ist eins von diesen Rabbit Holes, wo du so alle 5 Minuten... Das Loving-Video wird heißen, ich treffe alle meine Faker. Bro, shut the fuck up. Beim Recherchieren, die denkst... Was? Ich gebe euch mal kurz die Backstory, okay? Der Typ hat in den 80ern 2 Lokale aufgemacht, mit denen er sich selbstständig gemacht hat. Da hat er 12 Jahre lang reingehasselt, aber das war dann irgendwann nicht... Ich treffe meinen größten deutschen Fanboy. So sein Ding, das war nicht mal fresh genug, drum wollte er ins Fernsehen. 1980... This guy copies all of my videos in German. 90 hat er die Firma Telekontor und Co. KG gegründet und hat durch das Betreiben von zahlreichen 0190 Hotlines zum Multimillionär gebracht. Genau. 0190 Nummern werden für sogenannte Premium-Kostdienste genutzt. Faxabrufe, Verbraucher-Hotlines, aber auch Telefone. Die Verbindungen zu diesen Rufnummern kosten bis zu 1,86 pro Minute. Was? Ey, sag ehrlich, man fand es schon immer weird, aber man wollte auch low-key mal da anrufen. Oder? Also... Man wollte irgendwie wissen, wie... Also es war gar nicht, dass ich jetzt so dachte, ey, ich rufe da jetzt an und wichse meinen Schwanz ab. Ich wollte einfach nur wissen, wie es ist. Weißt du, die 90er und so 2000er waren wilde Zeit, okay? Aber 1,86 für den hier? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Digga, ich auch nicht. Und jetzt geht's erst richtig los. Er hat so... Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Ja, ich habe die Nase voll. Viel Kohle damit gemacht, dass er für 1,6 Millionen Euro den Regionalsender B.TV gekauft hat. Die 0190-Nummer war aber nicht mehr choral genug, deswegen sind dort Kartenleger, Hellsiger und Wahrsager aufgetreten. Ihr kennt es sicher, du rufst über den Fernseher an und fragst dort, ob der Jupiter heute gut drauf ist oder so. Ich kenne mich da nicht so aus, ja, seid mir nicht böse. Die einzige Erfahrung, die ich damit habe, so, das war beim Bundesheer. Ich war Wachsoldat, gell? Und ich sitze so mitten in der Nacht komplett... Ey, gut, dass er das Bild eingeblendet hat, Bro. Da war legit einfach 99% war verpixelt, Bro. Du hättest es auch einfach weglassen können. At this point, Bro. Bruder, also wenn du so viel wegpixeln musst, Digga, das legit das Bild nicht mehr zu sehen ist, kannst du auch einfach... Kannst du auch weglassen. Komplett alleine in meinem Wachlokal und schau so aus dem Fenster. Das Einzige, was wir hatten, war dieses kleine Radio. Die Magic Kevin liest das. Niklas, danke für den Resub. Simon, Inrim, wahrscheinlich Norman, Sento, danke für die Subs, dickes Papa und Chat, Jungs. Um 3 Uhr früh ist diese Astro-Oma online gekommen. Kennst du die? Wer ist die gleich? Gerda Rogers, genau die ist es. Kenn ich nicht. Ja, also das Jahr 2022 wird ja von Jupiter regiert. Ja, Jupiter, ich schwöre bei Gott, das war nicht geplant. Aber du, Gerda, crazy, what the fuck? Ich habe genau gesehen, dass du 50 Mal nur auf die Leertaste gedrückt hast. Morgen, Thomas, wie geht's dir? Du auch schon in der Arbeit, da freut mich. Naja, der heilige Thomas hatte zu der Zeit ein paar Skandale. Zum einen wurde sein fucking Sextape geleakt. Also, for real, er hat halt eine Ahnung gedreht und er war anscheinend irgendwie selber auch Darsteller. Keine Ahnung, was für ein G. Und er hatte laut ihm lose Kontakte zum Stamm der Likatia, die von vielen Leuten als eine Art Sekte bekannt. Ja. Insgesamt war der Typ einfach zu goofy, um einen Fernsehsender zu leiten. Deswegen wurde ihm die Lizenz entzogen. Aber er hat sich gedacht, Moment, nicht so schnell, hat er sich gedacht. Er könnte theoretisch aus einem anderen Land weitersenden, was halt europaweit abrufbar ist, also auch in Deutschland. Aber was für ein Land würde das genehmigen? Ja, er hat die Schweiz. In Österreich weitergemacht? Ja, oder Österreich, Digga. No joke, no joke. Es sind immer die beiden da unten, Jungs. Immer ihr, Bro, immer ihr. Wir haben euch trotzdem lieb, aber ihr seid komisch, müsst ihr zugeben. Aber diesmal nicht mehr als B.TV, sondern als Kanal Telemedial. Und ich muss wirklich sagen, wir sind es. Bruder, ihr habt coole Berge und so, ja? Aber der Rest ist goofy shit. Es war ein Upgrade. Ihr seid die komischen Brudi. Bro, man versteht euch nicht. Chilliger Channel. Ja, das ist übrigens die Gerda Rogers. Das heißt mal nicht böse, aber was muss in deinem Leben passieren, dass du irgendwann aufwachst und du denkst, ja, heute ist es soweit. Heute tanze ich zum heiligen Thomas und seiner Trommel. Ich versteh's nicht. Was macht der überhaupt, Bruder? Das ist halt nicht mal ein Dance-Move so. Es wird aber tatsächlich noch wesentlich schlimmer, ja. Das war hier nur die Einleitung quasi, ja. Aber davor möchte ich dem Sponsor vom heutigen Video danken. Und zwar NordVPN! Ah, okay. Nice try. Mit Sabergelecht kannst du den Instagram-Klamm-Zünier total sehen und kriege ja vom Deutschland, was konnte komplett war für kurze Zeit. Außerdem gibt es 45 Tage lang eine Geld-Zurück-Garantie. Freunde, ich weiß nicht wie, ja, aber für kurze Zeit war der Kanal Telemedial ab 21 Uhr auf Kika. Ich meine, Bro, what? Gut, die haben generell ein... Ey, aber no joke, ich sag ehrlich,
Das, was die da gesendet haben, war wahrscheinlich besser als Bernd der Brothurensohn. Digga, der war so spooky. Ich habe nie Giga geguckt, außer abends, wenn man nichts mehr gucken konnte. Und dann war da immer diese gottverdammte Bernd der Brotbastard, Alter, der dann dir sagen wollte, dass du dich verpissen sollst. Bro, ich hasse den. Weird. Bernd der Brot. Ich hasse den so sehr, no joke. Der kann sich so... Bernd der Kelb. Bro, Bernd kann sich so krass ins Arschloch bumsen, Alter. Der fuckt mich so ab. Ich hasse den. Programm. Das ist albern. Im Abendprogramm des Senders trat Hornauer selbst auf und diskutierte am sogenannten Orange Table zusammen mit anderen Lebensberatern und zugeschalteten Anrufern über allgemein esoterische Themen. Zunächst war die Sendung Beratungsshow. Astrologen und Kartenleger berieten Zuschauer über eine 0900-Telefonnummer. Später folgte die Live-Sendung keinem festen Konzept mehr. Ja, das hätte ich dir jetzt auch sagen können. Ja, mein Stream einfach. Die meiste Zeit stand Hornauer selbst im Vordergrund. Er selbst bezeichnete dies als fünfte Dimension des Fernsehens und verlangte von den Zuschauern Geld für den gewonnenen Mehrwert, den sie durch das Sehen der Sendung und empfangene Beratung bekommen sollen. Bis jetzt ist es no joke mein Twitch-Stream einfach. For real. Das ist einfach mein Twitch-Stream basically. Es gibt kein Konzept und ich verlange von den Zuschauern für den Mehrwert Geld. Bis jetzt ist alles normal. Bis jetzt ein average Twitch-Stream. Tat vom heiligen T, die größte Umweltverschmutzung. Er ist aber so dumm und gibt dir Geld. Ist so, Bro. Mr. 43 Monate. In Deutschland ist die mentale Umweltverschmutzung und wir bringen ein bisschen Wind in die Bude. Eins noch, okay, dann lass ich mit den Zitaten. Ich weiß es, in 20 Jahren wird telemedial ein Milliardengeschäft sein. Ich bin wie Bill Gates, als er noch in seiner Hütte saß und kein Geld verdiente. Thomas G. Hornauer. Was für eine Legende. Man muss ihm eins lassen, ja, der Typ ist extrem von sich selber überzeugt. Und das merkt man auch an den Preisen. Ich meine, ein Anruf dort kostet dich 2 bis 10 Euro pro Minute. Und er Bro, nennt es nicht 10 Euro pro Minute. Junge, was kann ich mir den Telefonhörer ins Arschloch stecken und der penetriert mich oder was? Dicker, 10 Euro. Tür oder Tarif? Er nennt das Energieausgleich. Und ihr werdet lachen, aber die haben darüber tatsächlich einen eigenen Song geschrieben. Ja, €30 pro Anruf, Bro. Digga, imagine, man gibt einfach Geld aus für nichts. Thomas, danke für die 5 Euro. Hier meine Streamgebühren. Ey, Kuss geht raus, Bro. Imagine, Bro. Sag das mal im Chat. Banger. Ja, wahrscheinlich, du musst das selber lachen. Ist das der Peak der Menschheit? Weil ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, genau zu dem Zeitpunkt hätte der zweite Meteor einschlagen müssen. Weil das, was sollen wir noch erreichen als Spezies? Jedenfalls hat der ganze Spaß nicht allzu lange angehalten. Laut Last FM musstest du allein fürs Anrufen mal bis zu 30 Euro zahlen. Und dann sind die -3 doch nicht egal, Ultramat. Ja, Jungs, chillt doch. Ich würde gerade das Video, ihr Vollidioten, Bro. Als ob du jetzt das über Banger TikTok gelinkt hast, Tobi. Head all around, you put your hands in the air and move with the sound to the earthquake. Ich check das nicht, Tobi. Das hat sich nicht gelohnt, dafür 6 Euro auszugeben, sag ich ehrlich, Bro. Zusätzlich einen Energieausgleich extra im Nachhinein leisten. Das war auch gar nicht verboten oder so, aber mindestens mal sehr wild. Drum hat die österreichische Medienaufsicht die Lizenz entzogen. Und ich weiß nicht, ob das der Knackpunkt war oder ob das generell passiert wäre, aber ich zitiere mal von seiner Homepage. Am 12. Hey, no joke. Ich liebe InScope und ich bin der Meinung, dass Nico und Sascha einer der besten YouTuber sind, die je da waren, seit ich YouTube gucke in Deutschland. Aber diese fucking Syx und Wildzeit mit Y, Bro, das war fucking Dogshit. Okay? Das war wirklich der größte Haufen Scheiße, den Nico je gemacht hat. Muss man einfach sagen. Das war wirklich einfach nur helle Shit einfach. Wirklich. Ich liebe die Jungs, aber das war fucking Dogshit. Wirklich, das war Quatsch. 12. Dezember 2008, ich muss jetzt schon lachen. Am 12. Dezember 2008 rief seine königliche Heiligkeit zusammen mit den telemedialen Freunden das Vereinigte Heilige Deutsche Königreich aus. Eine Vision, die die wahre Lehre Christi und die Lehre Buddhas harmonisch vereint. Die Gründung des Königreichs ist ein Kollektivbewusstsein und eine Gegenbewegung zur professionellen Volksverblödung. Das Königreich geht aus von der
von der Idee hervor, dass... Oh mein Gott, er liest wie ich, Digga. Er liest wie ich, Bruder. Königreich geht aus von der Idee hervor. Oh mein Gott, ich hasse Thomas, es. Wir hatten die Webseite gestaltet. Ja, egal, er hat halt sowas wie ein... Achso, nee, nein, der Text war... Nee, eine Doppelreligion. Nee, der Text war falsch geschrieben. Ja, Mann, ich hab's nicht gelesen, Bro. Als ob ich das auch lese, wenn er es schon liest. Macht gar keinen Sinn, ich höre ihn nur zu. Ich dachte, er kann auch nicht lesen, sorry, Mann. Ist Buddhismus. Auf dem Bild schildert er gerade mit irgendwelchen Mönchen. Und by the way, er hat halt in Indien so einen Wallfahrtsort gegründet und wurde sogar zum Prinzen gekrönt. Kurze Frage, Thomas, wie heißt deine Religion nochmal? Das Vereinte Heilige Deutsche Königreich. Ganz richtig, meine Freunde. Okay. Und wir haben alles, was es braucht, um eine sicke Religion zu werden, okay? Wir haben ein eigenes Wappen, wir haben eine eigene Lebensschule, wir haben eine eigene... mediale Welt. Warte mal ganz kurz, meine Kamera ist irgendwie überbelichtet, als wäre ich Jesus. So. Bildzeit. Was ist das? Das Wow zum Teilen. Big Content, Bro. Doch es hat sich gelohnt. Du kannst noch nicht lesen. Mittlerweile sind es jetzt auch -9, aber das ist mir egal, weil ich mehr im Monat verdiene als du Fusselarm Ultramat. Selber Fusselarm, danke für die 3. Wahrscheinlich eine Minute, Bruder. Eigentlich wollte ich gar nicht mal auf seinen YouTube-Kanal eingehen. Das, was mich wirklich interessiert, ist sein TikTok-Kanal. Pass auf, Thomas G. Hornauer. King Thomas, Majestät of German. German was? Das ist kein Englisch. Hast du einen Lieblingsweisheitsspruch? Jetzt folgt die Antwort auf die Frage. Stelle keine Fragen, wo du die Antwort schon kennst. Ich kenne die aber nicht. Hast du einen... Okay, das war's jetzt. Wieso lädt man sowas hoch? Ah, okay, Digga, sorry dann. Und alle seine TikToks sind so. It's late in the evening. Seine königliche Heiligkeit, Majestät König Thomas, grüßt die Königskinder. Er sagt, das Leben liebt dich, etwas anderes zu glauben, ist ein ungesunder Zweifel. Alter. Bist du im Zweifel, dann zweifle an dem Zweifel. Okay. Boah, Digga, no shit. Ich geb auf. Geil. Das ist mir zu viel. Oder weißt du was, ich versuche mal... Ey, könnte Loki so Contra-Kai-Lyrics sein. Beizutreten, wie geht denn das? Über Thomas G., Blog Talk, seine Mission, seine Vision, seine Projekte. Wie alles begann. Ja, das ist Kunst, da braucht man nichts mehr dazu sagen. Aber Free, wo kann ich mich bewerben? Da, schau, komm. Ich schreib dir jetzt einfach, ich schreib dir eine E-Mail, oder? Sehr geehrter, heiliger, königlicher Herr Hornauer. Ich habe sie damals bei Kika gesehen, weil sie mit Gerda Rogers Trommel gespielt haben. Seit Jahren zweifle ich an der Verzweiflung, weil ich die Antwort auf die Fragen, die ich stelle, einfach noch nicht kenne. Ich kenne die aber nicht. Bitte helfen Sie mir, ich sehe Potenzial. Der arme Bruder. Ich kenn die aber nicht. Digga. Nochmal Dankeschön an CyberGhost VPN fürs Sponsoren des heutigen Videos. Gerne. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr mit CyberGhost VPN sicher surfen, Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für